Hey ho, meine Lieben, heute bloß schnell Spaxemacke. Ja. Bloß schnell die weißen Bretter dahin spaxen. Und mehr machen wir heute nicht. Richtig. Ja, das muss reichen. Aber ich wollte es heute unbedingt sehen, wie das mit dem Holz aussieht. Jo, 6:30 haben wir es schon gerade angekommen. Und jetzt legen wir gleich los und dann werden wir schon wieder heimfahren. Mhm. Also irgendwie gefällt mir das ja richtig gut. Wie meinst du das? Mir gefällt die Farbe. Sieht richtig gut aus, das Rot und das Weiß. Ja, sehe ich genauso. Jetzt mal von der anderen Seite. Ja, jetzt muss ich das Brett bloß noch so weit hinkriegen, ohne dass es fett nacks macht. Nein, nicht meine Finger dieses Mal. Oh. Eieieiei. Aber sieht schön aus, doch. Hä? Ah, wir hatten ja hier die ganzen Bretter weg. Ne, bis da oben hab ich's nicht weg gehabt. Wieso passt das so kacke? Ja Leute, da kommen Schrauben rein, wo gar keine drin waren. Der Akku ist auch schon wieder leer. Wir haben ja auch gestern den ganzen Tag gemacht. Und das Brett ist jetzt bloß hier mit zwei Schrauben fixiert. Das war jetzt bloß zum Einpassen. Ja, dann haben wir es heute schon wieder. Geh mal außen rum. Ja. Ja, oben muss man noch mit dem Pinsel ein bisschen nachstreicheln. Aber egal, das kriegen wir ja auch noch hin. Soweit, so gut, soweit, so fertig, oder wie ja, war das? Genau. Jo. Leute, es hat zwar geregnet, aber wenn wir schon gratis die Schubkarre gefüllt bekommen haben, können wir das auch noch an die Banane hinkippen. Und ich hoffe, der Ton war jetzt, naja, ich weiß es nicht, wie der Ton war. Ja Leute, bei einer gemütlichen Kohledose szenieren wir drüber nach. Was wir als nächstes machen. Ja, so ungefähr. Also die Hütte da drüben, die wird auf alle Fälle auch rot. Ja, Schwedenrot. Ja, definitiv, definitiv. Da bestelle ich auf alle Fälle noch Farbe. Weil da brauchen wir ein bisschen. Ja, ein bisschen, ja. Jo. Ja. Hey, jetzt haben wir ja jetzt schon 2,5 Liter Rot verhauen. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich ja gespannt, wie viel Liter ich für die Seite hier brauche.
Aber dann machen wir erst einmal noch die Fenster fertig und die Fensterleibung oder wie das heißt, außenrum da. Da muss ich auch noch ein Teil neu bauen. So eins hier runterwärts drüben, weil das hat komplett gefehlt, seltsamerweise. Oh. Naja, wir lassen es uns hier jetzt noch ein paar Minütchen gut gehen, bevor wir wieder nach Hause fahren, oder? Genau. Gemütlich noch draußen hocken, von der Mücken zerstechen lassen, auffressen lassen. Wo sind welche? Keine Ahnung, aber ich habe riesen Knödel überall. Ja, Alina auch. Ich nicht. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das war's mit dem kurzen Spax-Update heute. Genau. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.